Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, wir machen heute die nur Grau Challenge. Das bedeutet so viel wie nur graue Waffen, wie es der Name schon erklärt. Das heißt, wir dürfen keine Medkits, keine Chilltränke benutzen, sowas alles. Was halt nicht der Farbe entspricht. Der Farbe Grau entspricht. Ich hatte dabei vor, dass wir an einen etwas abgelegeneren Ort gehen. Deswegen gehen wir hier östlich von Rita Rowan. Da bin ich früher öfters mal hingegangen, weil ich den Ort eigentlich ganz cool finde. Hat ganz guten Loot. 3, vielleicht sogar 4 Kisten kriegt man da mal. Das reicht aber erstmal. Und man kann, da liegen natürlich auch so noch Waffen rum. Ja. Wir versuchen natürlich unser Bestes hier. Ich glaube zwar nicht, dass es so ein Spaziergang wird, aber Top 20 wär schon ganz cool. Ja, dann hatten wir mal mit. Das dürfen wir zum Beispiel alles nicht nehmen. Da ist nichts. Noch mehr Schildtränke. Fallen auch nicht. Oh, perfekt. Das ist natürlich nice, wenn man hier direkt eine gute Waffe, die man so gut gebrauchen könnte, findet. Sehr schön. Ja, er wäre jetzt noch was. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Wenn man vom Teufel spricht. Oh Mann. Blaue Pump. Das tut weh. Munition mitnehmen. So, da ist keine Kiste drauf. Aber wir haben eigentlich schon das, was man so bräuchte, eigentlich. Viel mehr brauchen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Ja, das ist so der Ort hier. Ich würde nicht gern direkt nach Retail. Ich glaube, ich umlaufe das einmal. Perfekt, Verbände sind wichtig. So. Dann laufen wir auch mal langsam mit dem Zone. Da können wir auch nochmal hin, dann vielleicht auch nochmal. Da ist auch vielleicht nochmal eine Kiste und vielleicht noch ein bisschen Munition. Perfekt. Busch bräuchte ich eh nicht. Da liegt ein Medkit. Ist irgendeine Munitionskiste oder sowas? Jetzt ist die Frage, darf man Pilze benutzen? Eigentlich schon, ne? Ist ja nicht, kann nicht drauf. Aber das gehört ja zu Schild. Ne, das lassen wir mal aus, weil es gehört ja zu Schild und Schild ist grün und deswegen lassen wir das mal. Wir laufen hier komplett ohne Schild rum. Wenn, dann auch richtig, ne? Wir wollen es auch nicht so leicht haben. Dann könnte man ja einfach irgendwo landen, wo überall Pilze und sowas sind. Man auch nicht mitnehmen.
Wenn man Glück hätte, hätte man hier schon 100 Schild zusammen. Ja, das machen wir mal lieber nicht. So, ab mal in die Zone rennen. Leben schon wieder nur noch fast 30 Leute, 31. Das ist. Also im Spiel geht es echt schnell, das finde ich also. So, jetzt die Frage, gehen wir nochmal oben zu den Hangars oder gehen wir runter oder laufen wir komplett rum? Ich könnte ja nochmal gucken, ob da vielleicht in den Hangars noch nicht gelootet wurde. Ich wage es zu bezweifeln. Dann sind da hinten vielleicht noch Kisten bei dem Stein da. Hier wurde aber schon gelootet. Alles mitgenommen. Dann nehmen wir die Paletten einmal mit. Noch mehr Paletten. Ja, da ist eine. So. Und jetzt laufen wir immer so zwischen Loot Lake rum. Das ist eigentlich immer so meine Route. Da gehe ich irgendwie immer lang. Je nachdem, wo ich lande, ne? Meistens lande ich jetzt halt so auf wie Retail Row. Oder bei Challenges wie jetzt zum Beispiel. Ja, wir springen da gleich. Na komm, wir springen da einmal durch. Nach hier bewegen, vielleicht finden wir hier noch was. Verbände. Hier ist nichts. Da sind auch Verbände. Ist hier auch eine Treppe? Nein, wahrscheinlich. Jetzt nimm doch die Munition. Mal, ob da oben noch was ist. Nö. So. Munition. Ups, ich habe den ganzen Baum aufgebaut. Aufgepasst. 24. Naja, schade. Ich würde sagen, ja, wir machen noch eine Runde. Versuchen es noch einmal, aber auch nur eine. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Neue Runde, neues Glück. Wir gehen wieder Öffnung von Retail Row. Wie nenne ich das? Den Spotter. Ich wollte dafür mal einen Namen einfallen lassen. Das ist, glaube ich, ein Campingplatz. Ich nenne ihn mal Campingplatz. Ich glaube nicht, das ist ein Campingplatz. Ich nenne ihn einfach mal so. Weiß zwar jetzt nicht, ob es ein Campingplatz ist. Ich glaube es aber. Wir gehen da nochmal hin. So. Bin natürlich
sehr blöd geflogen. Heißt, ich darf schön laufen. So, hier habe ich niemanden hinfliegen sehen. Ich hoffe, dass meine Augen da nicht verrückt gespielt haben. So. Fängt doch gut an. So. Ich finde das super. So, jetzt noch eine Taktik in den Grau und ich bin zufrieden. Und ich eigentlich alles, was ich brauche. So, einladen. Da ist Stein drauf. Lagerfeuer kann ich auch nicht mitnehmen. Das ist schon echt fies. Leider nur eine Kiste. Bandages. Hier auch keine graue Tactical oder so, was ich finde, ne? Medkit kann ich auch nicht mitnehmen. Bandages kann ich mitnehmen. Ich brauche doch nur eine graue Tactical. Ja, die Pistole lassen wir mal hier. Oder gucken, ob ich da alles durchsucht habe. Ich glaube nämlich nicht. Man kann ja noch mal gucken. Hier zum Beispiel Munition. Noch eine Munition. Und schon wieder darf ich laufen. Ist das die gleiche Zone wie eben? Sieht voll so aus. Hier war ich schon. Ein bisschen Holz mitnehmen. So, ich würde sagen, wir gehen wieder hier bei den Hangars gucken und dann gehen wir wieder da lang und hier oben lang. Also eigentlich die Wiederholung von letzter Runde. Ich rede schon wieder voll wenig. Tut mir leid, wenn ich so wenig rede. Ich keine Ahnung, wie ich das tue. Ich muss mir angewöhnen, ein bisschen mehr zu reden, habe ich das Gefühl. Ich bin aber immer so ein ruhiger Mensch. Wollte ich schon mal sagen. Da sind die Hangars. Da müssen wir hin. Mich ärgert es, dass wir jetzt keine Tactical haben. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Hätten wir die Challenge nicht gemacht, da wäre ja trotzdem noch nicht mal eine Pump oder irgendwas anderes gewesen. Da war nichts. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Wäre da vielleicht, dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser gefühlt, weil da wenigstens etwas gewesen wäre. Aber da war ja noch nicht mal irgendwas. Das war das Schlimme an der Sache.
Oh Mann. Ich wollte sagen, dass hier irgendjemand irgendwas liegen gelassen hat. Hier war auch schon jemand. Weg damit. Aber was liegen lassen, ist ja nicht nötig, ne? Wieso treffe ich die ganze Zeit den Container? Ich verstehe die Leute nie, die Munitionskisten liegen lassen. Irgendwann wundern sie sich, hey, wieder habe ich keine Munition mehr. Ab zum Stein. Ich kapiere übrigens immer noch nicht diesen Sinn dieser Steine. Ich weiß nicht, ob das einfach nur zum Deko dient oder ob das irgendwas anderes ist. Das ist irgendwie komisch. Aber cool sind sie ja, muss man ja sagen. Ich finde sie voll cool aussehend. Das ist doch, wo waren die denn in Real Life? Wo sind die denn? Weiß ich halt gar nicht. Das sind doch irgendwo auch so Steine. Da unten sind welche. Und ich glaube, da ist auch ein kleines Battle. Ja, da ist definitiv ein Battle. So, dann mischen wir das aber mal nicht ein. Nicht mit unseren Waffen. Ich will entschuldigen, ich muss auch ein paar Kämpfe machen, das stimmt gar nicht. Das steht fest, aber ich hätte eigentlich gerne eine Tactical. Und wenn ich die nicht habe, dann werde ich auf jeden Fall gleich tot sein. Frag mich, wo der andere ist, der die ganze Zeit ballert. Ist das der da? Ja. Muss der sein. Ich gehe mal hier runter. Ja, das ist definitiv der. So, jetzt müssen wir gucken, was der da macht. Ich bin noch voll drauf, es geht. Nachladen einmal. Wo ist denn jetzt? Ich habe mir auf jeden Fall ein Hit gegeben. Schnell vorkämpfen. Nicht. Ja, keine Chance. Ein Sturmgewehr und sowas. Ja. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine kleine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr auf einen weiteren Teil Bock habt mit nur Grün Challenge oder nur Blau. Könnt ihr euch was ausdenken? Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Dann mache ich das auf jeden Fall mal. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.